Daniel, du bist das D und Patrick, du das P. Aber wer ist BS? Das ist unser alter Künstlername, Brotherstars. Und wir wollten das einfach ein bisschen abkürzen, deswegen Daniel, Brotherstars, Patrick. Schöne Erklärung. Woher kennt ihr zwei euch? Wo hat eure Karriere begonnen? Wir haben uns eigentlich ein Tomorrowland Aftermovie angeschaut und waren halt öfters auch in Clubs und fanden das Auflegen ganz cool und haben uns dann mal Equipment gekauft und einfach mal ausprobiert. Wo habt ihr dann die Karriere gestartet, sag ich mal? Hier unten im Keller, ja. Da hat alles begonnen. Und dann sind wir nach einer Zeit hier hochgezogen und haben unser eigenes Studio eingerichtet. Ich bin ja als Laie und ich sehe da immer die Schrauben an irgendwelchen Knöpfchen rum, aber was macht ihr da konkret? Kein Problem, können wir dir ja schnell zeigen. Das Lied läuft. Ja. Und dann gehe ich einfach langsam mit dem Lied rein, nehme dann hier auf den Bass noch mit raus und dann geht man einfach mit dem Filter wieder raus. Dann jetzt bist du stumm und hier genau, läuft es genau. Und wer hat, also von Auflegen und Produktion habe ich gar keine Ahnung. Das heißt, wie stelle ich mir jetzt eure Arbeit hier in diesem Raum vor? Wer macht was? Ja, also produzieren tun wir zwar beide, aber er hat einfach die besseren Ideen manchmal. Und ich lege eigentlich öfters nebenzu einfach ein bisschen auf. Ja. Bist du dann aber auch dabei bei den Auftritten? Ich bin auch dabei, ja. Aber auch auf der Bühne? Auch auf der Bühne und ich lege auch mit auf, natürlich. Ja, wir machen das schon zu zweit, aber Producing ist eher Science. Ich tue mir da ein bisschen schwer. Aber dafür ist er beim Auflegen besser. Und was ist euer ganz großes Ziel? Wo wollt ihr unbedingt mal auflegen? Unbedingt würden wir gern auf dem Farbgefühl-Festival zum Beispiel in Augsburg auflegen wollen oder bei den Sommernächten. Und ja. Einer der größeren Ziele wäre dann noch das Open Beats Festival und dann vielleicht noch das Electric Love Festival in Österreich und dann natürlich Tomorrowland. Und ich übe jetzt noch fleißig weiter, dass vielleicht irgendwann noch das M zu DBSP dazukommt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch noch die anderen an und abonniert unseren Kanal.